und willkommen zurück bei Final Fantasy 15. Und ich sehe gerade hier was. Was ist denn das da? Aufheben. Was kann ich denn da aufheben? Aufheben? Eine Gedenkmünze. Aha. Was auch immer diese Gedenkmünze mir bringt. Ich habe keine Ahnung. Aber okay. Was ist das da? Achso, das ist das Schokobo-Dingen. Die können wir tanken. Und da ist ein Händler. Okay. Ja, unser nächstes Ziel natürlich. Und zwar in die ewigen Jagdgründe eine Nebenquest. Die Jäger haben täglich mit dem Tod und viele von Davis' Kollegen zahlen ihren mutigen Einsatz mit dem Leben. Noctis erklärt sich bereit, die Erkennungsmarken der Verstorbenen zu suchen, damit Dave sie den Hinterbliebenen überreichen kann. Wo müssen wir denn dafür hin? Auf jeden Fall eine ganze Ecke weit weg wieder. Mal eben ganz kurz auf Palava schauen. Karte. Und zwar... Na komm. Fahren wir da hinten hin. Kann ich jetzt wieder selbst fahren? Wieso kann ich nicht selbst fahren? Ja, fahren wir automatisch und zum Aufgabenziel. So, ja, fahren wir direkt für 10... Für ein paar Gil dorthin. Wow. Alter, das ist wohl die... die Verlobte von Noctis. Alter Vater, ey, Alter. Also, ich bin mal gespannt, wenn wir der begegnen, ne? Die gute Luna heißt die gute. Ein Spitzname, der sich für Dikanagi mittlerweile eingebürgert hat. Wow. Okay, so langsam läuft das Fahren, ist, glaube ich, genauso einfach wie das Laden. Aber leck mich fett. Da, eine richtig hübsche Noctis, Frau an der Angel. Lass uns im Krähennest essen. Nein. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, ja. Dann halt nicht. So, und zwar irgendwas... Nee. Interagieren. Ich soll mit irgendwas interagieren. Was haben wir denn hier? Ah, ja. Parkplatz. Ah, ja. Was haben wir da? Aufheben. Oh, ein Super-Elixier. Danke für die Hilfe neulich. Kein Ding. Dave, die Lieferung geben, ja klar. Eine Lieferung für dich. Ach so, entschuldigt die Umstände. Kein Ding. Hm. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja, wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen. War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay, wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Okay. In die ewigen Jagdgründe. Ortsinformationen besorgen. Okay. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen. Können uns ja mal beim Informanten umhören. Tun wir das doch mal. Hier vorne ist er ja. Willkommen. Der Wert hungrig her. Vom Jagen? So, Aufgabeninfos wurden eingezeichnet. Okay, die Karte füllt sich so langsam. Und dann können wir auch schon weitermachen. So. In der Mittagssonne hier. Gibt es eigentlich noch andere Wetterbedingungen? Würde mich gerade mal echt interessieren. Okay, ja, kümmern wir uns darum. Ist ja schon markiert. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Interagieren. Long Wait Pass. Okay. Dass man hier nicht alles sieht.
Okay, da vorne haben wir wieder ein paar Monster. Tja, lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Aber die scheinen nicht das größte Problem darzustellen. Hoppala. Und einmal angegriffen. So muss man das machen. Vielleicht hätte ich einfach mal die Waffe wechseln sollen. So, schon besser. Und tschüss, der wäre auch erledigt. Kommt ihr alle klar? Alles super. Ja, da brauchen wir keine Special-Fertigkeiten. Dafür machen wir jetzt zu viel Schaden. Ein Überraschungsangriff. Eine Toti-Kralle. Waren das alle? Aber hallo. Das ging mal chillig. So, und hier vorne soll irgendwo die Marke sein. Wo es den Jäger erwischt hat. Okay, von ihm sieht man jetzt nichts mehr. Das kam von da drüben. Okay, jetzt muss ich in die Richtung. Vorher gehe ich ja ganz kurz hier einsammeln. Hier vorne gibt es irgendwo was zum Sammeln. Und Sammeln ist immer gut. Paprika, nam nam nam. Gut fürs Essen. Hier entlang, glaube ich. Dann haben wir hier vorne noch irgendwas anderes zum Sammeln. Was haben wir da? Irgendwo hier. Hä? Okay, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Wo kommen wir denn da hin? Kann ich hier hoch? Ah, da müssen wir hin. Okay, Die Jagdsaison ist eröffnet. Natürlich. Eieieiei. Boah, den haben wir mal richtig einen mitgegeben. Okay. Der ist der Nächste. Das wird ein Kinderspiel. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Kinderspiel. Und an einem Warp-Angriff noch oben drauf. Ah, so langsam bin ich wieder im Flow drinne. Und der Letzte. Dachte ich. Okay. Sorry. Das war einfach. Und das war es wirklich. Und dann können wir das hier aufheben. Und diese Erkennungsmarke müssen wir dann zu Dave bringen. Okay, jetzt muss ich kurz hier gucken, ob wir hier dieses Sammeldingens da finden. Irgendwo hier soll es sein. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Ah, da. Dann blauer Splitter, blauer Splitter, blauer Splitter. Wofür wir den auch immer brauchen. Jetzt wollte ich mal eben ganz kurz auf die Karte. Den hier, da vorne. Da möchte ich jetzt mal eben hin. Wie kann ich denn hier Cursor steuern, Ziel festlegen? So. Da will ich jetzt mal eben kurz hin, bevor wir die Marke zu Dave bringen. Weil ich möchte wissen, was das für Sammeldinger sind. Was wir da denn finden. Ah, hier können die mich verstecken, okay. Ah ja, schon 15 Uhr hier wieder. Meine Güte, ey. Schon fast wieder ein Tag rum. Sind es? Da kann ich also Gegenstände finden, wird mir gesagt. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier für Gegenstände finden können. So, aufheben. Was haben wir denn da? Grünes Halsband. Ausrüstung. Noctis. Accessoires. Ah, da. Ein grünes Halsband aus glänzendem Leder. Beschleunigt die LP-Generation merklich. Ah, das kann ich bei den anderen auch machen. Okay. Okidoki, das wollte ich jetzt mal eben kurz wissen. Ja, und da wir das haben, können wir ja wieder zurück auf die Karte, weil dann können wir das dann nämlich wieder wegmachen. Und dann gehen wir mal zurück zu Dave und geben die Quest ab. Gibt ja auch nochmal gut EP. Tolles Wetter heute. Ja, mir auch. Was?
Dir auch? Tolles Wetter heute, mir auch. Da ist wohl ein kleiner Übersetzungsfehler drin gewesen. So, gleich sind wir wieder zurück. Und wir haben eine neue Nebenaufgabe auf der Karte, irgendwo markiert angeblich. Naja, schauen wir mal. Ihr habt die Marke gefunden? Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, das ist richtig. Auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Machen wir. Aufgabe abgeschlossen. Und das gibt natürlich wieder reichlich EP obendrauf. Und 10 Supertränke. Mir wurde gesagt, es gibt eine neue Nebenquest. Wo soll es sie denn geben, bitteschön? Naja. Ganz da oben gibt's eine. Dave Nebenaufgabe, okay. Was haben wir denn noch hier? Das war unser Zeltplatz, ihr erinnert euch, da waren wir ja mal. Was haben wir hier? Da haben wir noch eine Fundstelle. Hier. Da können wir noch nicht lang. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal kurz in die Aufgaben. Wir haben jetzt nur noch 2 Stück, der Prinzenversand und in der Klamm, in der Klemme. Natürlich gerade doof. Dann würde ich sagen, was tun wir? Halt. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zu der Hauptquest, die jetzt auch schon markiert ist. Einfach, um zu sehen, wohin es denn da geht, was da passiert. Wieso kann ich so selten... Ah, hier kann ich auch kaufen, ist ja interessant. Soldatenknöchelband. Ein Knöchelband verziert mit dem Bildnis eines Soldaten aus dem Altertum, erhöht die Vitalität. Und der Bronzereif, ein aus Bronze gefertigter Armer für das LP-Maximum. Interessant. Ja, automatisch fahren. Wir fahren jetzt zum Ziele, zum Aufgabenziel. Und, ja. Und da wir die Strecke noch nicht kennen, werden wir natürlich uns die ganze Sache angucken. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Da die Hauptquest auch Rang 2 ist, ist das ja relativ egal. Und auf geht's! Nun zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucius und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucius betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Das heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nacht. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. Ich sehe schon, das werden noch richtig unterhaltsame Unterhaltungen hier mit den Vieren.
Und jetzt sind wir noch unterwegs, aber wir haben schon die zwei Drittel der Strecke hinter uns, also es geht auch relativ fix. Schneller als ich erwartet hatte. Das Meer! Ich kann das Meer sehen! Boah, Tatsache! Ui. Das ist der Galdenkai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Mmm. Freu mich schon drauf. Dito, Alter, wie geil ist das denn hier, bitteschön? Ist ja mal richtig schickimicki. Der Prinzenversand. Eine Fähre nach Altessia nehmen. Okay, das werden wir noch nicht tun. Unglaublich schön hier nachts. Ja, aber Altessia soll nachts noch viel schöner sein. Echt? Okay, das werden wir alles tun noch, definitiv. Aber erstmal gucke ich mich hier um. Was kannst du denn hier für also jedes anbieten? Problem die richtige Lösung. Ein Breitschwert. Aha. Kann nur er tragen. Und Noctis hat eh schon eins mit dieser Stärke. Hier, ja gut, da müsste ich auch noch eins von holen, damit das bei ihm passt. Bei, Moment, hier muss ich gucken. Gladius hat das aber auch schon. Und da der ganze andere Kram auch schon passt. Lassen wir das, die ist auch. Und haben wir hier ein Bronzereif. Was ist das denn hier? Ein wohlriechendes Büschel aus Kräutern und Gräsern erhöht die Willenskraft. Ja, nehmen wir einfach mal eins mit. Wir sind im Geschäft. Man sieht sich. So, und jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Alter, das sieht schon geil aus. Jetzt mal ohne Witz. Was ich aber wissen möchte, ob ich hier angeln kann. Ist hier Fußspuren? Ah, schade. Das hätte ich ganz cool gefunden. Kann ich hier angeln? Nee, kann ich da vorne? Oh, was haben wir da? Ja, hier kann man angeln. Yippie-i-di-o. Komm, geh mal rauf hier. Moin, moin. Zum Küstenfischen hier? Ja, bin ich. Spinnseide, what? Aha. Ich habe keine Ahnung, was das alles bringt. Ich kaufe einfach mal einen davon. Was? Bombe, Eisbombe? Okay. Davon kaufe ich auch mal eins und dann... Schaft und Schnurriss. Schauen wir mal, was ich hier machen kann, wie das mit dem Angeln funktioniert. Hier, damit... schau mal. Was denn? Okay, Moment, ich muss erstmal gucken, was der von mir will. An der Wennersküste beißen unter anderem Dickkopfmakrelen und Galdin-Stachelmakrelen. Ja, yeah, angeln. So motiviert sieht man dich selten. Okay, dann angeln wir mal mit dem guten Noctis, bevor wir eine Runde schlafen gehen. Du hast eine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuch am besten... Ja, das habe ich ja vor. Wähle zunächst eine Stelle, an der du einen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Okay, auswerfen, damit Angelzucht. Die ungefähre Position von Fischen wird auf dem Radar, da oben rechts, okay, angezeigt. Orientiere dich an ihm um die Marker, wenn du einen Köder auswirfst. Okay. Wie kann ich denn... Ah, okay. Ching! Und jetzt? Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur durchdrehen, an der Spule einholen und so den Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach links und rechts, um die Beute anzulocken. Okay, einholen ist da und bewegen. Ein Fisch ist auf deinen Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn durch langsames Hin und Her und unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen bewegen. Alter, what the fuck? Wie kann ich denn... Toll.
funktioniert ja super. Nämlich gar nicht. Na toll. Okay, nochmal auswerfen. Das muss ich irgendwie noch hinkriegen irgendwann mal. Da ist ein Fischi. Irgendwo. Komm, wählen wir da mal aus und auswerfen. Wie kann ich denn... Komm schon. Wie kann ich den bewegen? Ich habe keine Ahnung, wie ich es bewegen kann. Hey, also mit dem Angeln, das kriege ich ja noch gar nicht hin, ey. Und nochmal rauswerfen. Ja, gehen wir mal hier hin. Zack. Und raus damit. Das scheint dir mehr zu liegen als kämpfen. Ein Fisch ist auf den Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn durch langsames oder unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen zu bewegen. Glaube auch. Komm schon, beiß an. Das mit dem Steuern kriege ich überhaupt nicht auf die Kette. Los, beiß an. Wie beißen die denn an, ey? Das gibt's doch gar nicht. Alter. Check ich da irgendwas? Okay, nochmal auswerfen. Na endlich! Der Fisch hat angebissen. Reiß dir die Rute mit Blitzschnell in die Richtung des Pfeils, damit der Fisch den Haken festbeißt. Okay. Angebissen. Der Fisch versucht sich loszureißen. Richte die Rute mit Richtung des Pfeils aus, um die Schnurspannung zu verringern und reißt die Schnur. Okay. Ja, welcher Pfeil? Alter. 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 Durch Drehen an der Spule schwächst du den Schiff. Jetzt kommt es darauf an, wer länger durchhält. Der Fisch oder deine Schnur. Am oberen Bildschirmrand siehst du, wie viel Ausdauer dein Fisch hat. Schnur ablassen, einholen. Okay. Okay, die Schnur ist extrem belastet ausgesetzt. Ein roter Schnurspanner solltest du und kurz und die Lage beobachten. Wenn der Balken aufhört, kannst du die Leine weiter einholen. Okay. Alter. Das Angeln ist ja schlimmer als alles andere. Komm her, komm her, komm her. Okay, jetzt muss ich wieder aufpassen. Bis man diesen Kackfisch mal hat? Okay, auch den habe ich. Kommt immer näher und immer näher. Oh, komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, 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 nein. Oh, Alter! Was ein Minispiel, ey. So, habe ich ihn jetzt? Oh, gut gemacht. Yeah, ich habe einen Fisch gefangen. Wuhu! Ein Leuchtbrasse, 52 cm, 2488 Gramm. Gratulation, du hast einen Fisch an Land gezogen. Deine Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch andere nützliche Gegenstände. Aha. Ich meine, so ein 2,5 Kilo Fisch. Na bitte. Wenn du Zutaten brauchst, dann orientiere dich am Radar oben. Rechts oben zum Kochen geeignete Fische werden durch gelbe Punkte angezeigt. So kannst du gezielt angeln, was du gerade brauchst. Je seltener ein Fisch ist, desto höher ist die Qualität der erhaltenen Zutat oder des Gegenstandes. Verbessere dein Talent und besorge dir gute Angelausrüstung, um großartige Fänge an Land zu ziehen. Okay, das ist ganz cool.
Aber jetzt ist mal gut hier. Wir haben 22 Uhr schon. Jetzt können wir uns mal eine Nacht erstmal suchen. Ein Schläfchen halten. Ist ja schon ziemlich düster hier. Gehen wir mal zum Wohnwagen dort oben hin und da machen wir dann mal ein Schläfchen. Schauen wir mal, welchen Rang wir haben. Wenn wir Rang 7 haben, habe ich noch was anderes vor hier. Bevor wir dann mit der Hauptstory weitermachen. So, Hallöle. Einmal übernachten bitte. 30 Deal. So, 0 Tage vergangen. An Goldinkai. Parierte Angriffe C, Überraschungsangriffe B und Offensive ist auf S. Also, perfekt. Okay, kocht der jetzt da was oder wie oder was? Ganz toll. Und nu? Haben wir den Level Up am Wohnwagen? Es gibt erstmal richtig schöne EP wieder. Ah, reicht's noch? Ich weiß nicht so wirklich. So, Gladius Überleben ist gestiegen. Ignis Kochen. Talentstufe gestiegen. Findet nach Kämpfen gelegentlichen Allheilmittel. Na, supi. Da haben wir dann die Bilder. Ja, das ist jetzt nicht so prickelnd. Was haben wir hier? Das sieht ganz lustig aus, aber nö. Na, das ist langweilig. Gutes Timing, Prompto. Das ist echt cool. Das können wir mal speichern. Das sieht ganz cool aus. Was haben wir hier? Ziemlich cool. Ich weiß. Gladio sieht echt immer cool aus. Ja, da sind wir am Strand. Und das ist ja mal mega geil. Ja, Standard, Standard und dann war es das auch schon und dann können wir weitermachen. Alter, sieht schon fetzig aus. Okay, weiter geht's. Schöner Morgen. Ah. So, nächsten Morgen erreicht und ich riskiere jetzt mal was. Aber erstmal neue Fertigkeiten könnten wir wieder freischalten. So, wir haben 21 Punkte. Okay, das ist nicht sonderlich viel. Kommandos, was haben wir hier? Füllt den Kommandobalken auf, wenn Noctis einen Angriff. Großschwert entfesselt einen verheerenden Angriff auf den einen Gegner. Kosten 2 Kommandobalken. Okay, was haben wir hier? Sammeln. Lässt den Gefährten sich sammeln. Hebt kritische Zustände auf und beschleunigt die LP-Heilung rapide. Das klingt ganz cool. Sternhöhle zieht die Aufmerksamkeit umstehender Gegner auf sich und schwächt. Sicher, okay, aber ich nehme das da mal. Kostet ganze 8. So. Dann ist aber auch schon gut wieder. Und nun, die Aufgaben. Ich würde sagen, wir machen das in der Klemme. Die machen wir jetzt noch eben, die Quest. Ich weiß gar nicht, wie weit ist das weg. Schauen wir mal. Können wir euch noch eben tanken? Ja, es geht schon darauf. Ja, Gil, voll tanken bitte einmal. Damit wir ja nicht stehen bleiben, nicht, dass es wie passiert wie letztes Mal. Zu Beginn des Spiels, ihr erinnert euch, als da kein Sprit mehr vorhanden war. So, Tank ist wieder voll, das ist jetzt mega weit weg. Und ja, die Reise dahin, die machen wir dann in der nächsten Folge. Also, haut's rein, bis zum nächsten Mal hier bei Final Fantasy 15 mit unseren Freunden Gladius, Ignis, Prompto und natürlich unserem Noctis. Und bis zum nächsten Mal.